Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Angry Birds. Ja Leute, es gab immer mal wieder ein paar kleine Probleme. Diese habe ich jetzt aber aus der Welt, glaube ich, geschafft, weil ich hatte immer wieder Probleme, dass Angry Birds ist ja ein sehr altes Spiel von 2009 und die APK wurde jetzt schon ungefähr 3 Jahre nicht mehr aktualisiert. Das heißt, ich hatte immer das Problem, dass das mit den neueren Android-Versionen, Android 9 und noch viel neuer, tatsächlich schon teilweise gar nicht mehr funktioniert hat. Jetzt habe ich hier ein altes Handy von meiner Mutter, ein altes Samsung Galaxy S7. Hier, so sieht's aus. Ja, genau. Und das, ich zeige euch das mal, das ist ja veraltet. Das kam ja 2016 auf den Markt und es hat halt auch alte Software am Start. Es kriegt auch keine Updates mehr. Wie man sieht, läuft es mit Android 8.0.0 ist am Start und es ist auch super veraltet. Also hier sind wirklich sehr alte Versionen am Start. Das ist auch nicht wirklich angemeldet im Play Store oder so. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt gucken kann. Genau, wenn ich jetzt hier mal in die Einstellungen gehe. Ich glaube, es ist auch eine sehr alte Chrome-Version oder wo die. Doch, nee, die wurde jetzt aktualisiert. Okay. Letztens, wo ich noch drin reingeschaut habe, da war das, glaube ich, noch Version 69. Jetzt ist es eine aktuelle Chrome-Version. Okay, die hat es trotzdem aktualisiert, weil ich bin jetzt hier nicht mit irgendwie Play Store-Diensten verbunden, wie man jetzt hier sieht. Ich habe hier wirklich nur das Gerät gerade mal so eingerichtet. Es ist irgendwie komischerweise ein AT&T-Gerät, deswegen hat es amerikanische Einstellungen. Deswegen steht hier gerade 2:05 Uhr. Das ist aber eigentlich 14 Uhr. Also nachmittags. Gut, steht hier auch Nachmittag danach, daneben dran. Und ja, nicht, keine Ahnung warum, das ist ein AT&T-Gerät. Es wurde auf eBay gekauft oder so, glaube ich, oder auf Amazon und irgendwie amerikanisches Brand. Aber ist auch egal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in Angry Birds rein. Ich habe das Game jetzt schon gestartet. Ich gehe mal in die hier rein und wir gehen in die Episoden und öffnen das Ganze. Gehen nochmal auf Spielen. Nee, warte mal. Ich will einfach mal ins Hauptmenü. Eigentlich ins Hauptmenü. Okay, dann müssen diese Englisch. Okay. Oh, hier. Okay, wir wollen. Genau, Tutorial habe ich mir gedacht. Wir spielen heute 10 Level. Also hier auf der ersten Seite sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 Level. Das heißt, wir spielen die ersten beiden von den drei rein durch. Und ich würde jetzt sagen, let's go, wir starten direkt mal rein. Ich hoffe, das passt jetzt hier alles so mit den Einstellungen, die ich getroffen habe, soundtechnisch. So. Aber ich denke schon, so. Level 2. Rein in Level 3, nachdem wir die Werbung geschaut haben.
Universe 2. Da werden wir natürlich auch noch reingehen, nachdem wir hier das Projekt endlich mal abgeschlossen haben. Ich hoffe, dass das jetzt ohne Probleme klappt. Die neueren Teile können wir dann auf aktuellen Geräten spielen. Aber ja. So, das müsste Level 4 sein. Oder was ist Level 3? Scheiße, jetzt muss ich gleich nachgucken. Bestehen dieses Levels. Okay. Nice. Oh nein. Ich bin hier. Gut, perfekt. Boah, ist das ungewohnt, dass wir auf diesem kleinen Smartphone spielen. Das Samsung Galaxy S7 ist echt ein kleiner als ich dachte, ehrlich gesagt. So, nehmen wir jetzt Level 4. Nee, Level 3. Okay, wir sind jetzt Level 4. Komm mal jetzt. Okay. Jetzt holen. Perfekt, easy. Und. Scheiße. Ja, dann können wir natürlich nicht so viel mit anfangen. Die sind natürlich sehr schwach, die Vögel. Wir haben hier einen Bombenvogel. Aber ich glaube. Ah, das war, glaube ich, nicht ganz so schlau. Aber oh ja, komm! Den würde ich jetzt da irgendwie rankommen. Scheiße, Mann. Dann. Kann ich tauschen direkt schon von Anfang an. Oh ja, ich glaube, das ist halt ein riesen Problem hier mit denen. Wie soll ich denn da reinkommen? Okay, so, easy. Okay, Level 4 completed. Ich stelle mal hier kurz noch was ein, das triggert mich. Kann man das hier einstellen? Automatische Helligkeit bitte. Aus. Ich will immer Licht haben. Ich hab den Roller auf dem Sack in die Winterregeln. Ich glaube, für euch macht das gar keinen Unterschied. Ich glaube, ihr seht das schon in der Aufnahme. Ich hoffe zumindest nicht. Ich hoffe auch, dass das hier alles so passt. Oh nee, warte mal. Da hätte ich doch noch diesen Ding nicht machen können. Ja, genau. Ich würde den beschleunigen noch. Ich hätte noch beschleunigen können. Perfekt. Ja, was ist jetzt? Bitte. Ah, genau, das sind diese Vögel. Oh, scheiße, die sollten alles reinkommen. Okay, so komme ich da rein. Ja, easy. Ich glaube, wir sind jetzt Level 5. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss vielleicht nochmal gucken. Ich muss nochmal 3 Level und dann kann ich nachgucken. Ich muss aufpassen, dieses Gerät hat tatsächlich nur 32 GB Speicher. Nicht, dass ich hier mal out of space laufe. Let's go.
Ah, das war's, oder? Ja. Aber wie gut ich finde, kriegt die ganze Zeit trotzdem 3 Sterne. Perfekt, easy. Alles irgendwie dort. Okay, was haben wir hier schon? Oh, hier haben wir größere Vögel. Das sind so fette Teile. Oh nee, warte mal, das wiederhole ich. Das war lame. Das sind einfach nur die Standardvögel im Bett. Oh ja, perfekt. Und. Oh, das hat gut Damage gemacht. Und. Nice. Und. Nee, ich fasse das ein und. Dann war's das auch schon. Nee, da. Oh, da hinten im Glaskasten ist noch so ein Vogel. Oder ein Pick. Grünes Schwein. Oder was. Okay. Das war's jetzt. Krass, gut, wir sind noch im Tutorial. Sorry, ist aber auch schon sehr tief, weil ich nicht unfassbar viel Level. Jetzt können wir uns noch ein Upgrade holen. Hol ich mir doch sehr gerne. Was ist denn das jetzt mal was anderes? Oder gehört das auch zu Angry Birds 2? Nee, das ist so ein Candy Crush-mäßiges Game. Ich glaube, wenn ich hier unten schieße, ist mal so auch scheiße, oder? Ah, ja, manchmal muss ich erstmal nicht mal so Gesicht Pfeffer sichern, wie das hier so läuft und nicht läuft. Ach so, also so ein wilder Dingensvogel ist das, okay. Krass. Okay. Mal wiederholen. Jetzt habe ich raus, wie der Vogel funktioniert. Okay. Okay, das ist wieder ein anderes Game. Ein Bubble. Okay. Ja, die Spiele kommen tatsächlich auch mal dann dran, weil ich versuche hier wirklich das ganze komplette Franchise Teil für Teil durchzuführen, egal was für ein Spiel das ist. Ah, ne, wir haben nur noch ein extra Life. Okay, lol. Ah, ne, das war trotzdem vorbei. Ja, jetzt machen wir es halt einfach richtig. Hier rein. Oh ja, ich glaube, das ist eine gute Taktik, wie wir hier gerade dran sind. Hier kann ich nicht. Nee, das ist so, ich glaube, das ist korrekt. Thank you.
Ja doch, wir konnten auch relativ viel Damage machen, ja, das war nicht schlecht. Ist das hier sinnvoll? Okay, dann haben wir immer noch. Sind wir jetzt damit kaputt? Krieg ich. Wunderbar. Easy. Nur ein Stern? What the fuck? Okay, wir kriegen doch nicht mehr 5 Sterne. Also, wie schnell sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt. Okay, das Level und dann noch ein Level. Dann war's das. Übrigens, ich hatte eigentlich vor, die ganze Zeit das über einen Android-Emulator auf dem PC laufen zu lassen. Mit Android. Ich hatte eigentlich Android 5.1 anzuwenden. Das Ganze hat aber nicht funktioniert. Die Emulation hat irgendwie. Ja, die hat sich. Ich habe unterschiedliche Emulationen ausgewählt, also unterschiedliche Emulatoren, und da ist oft immer abgestürzt. Keine Ahnung, ob mein PC einfach inkompetent ist für sowas, oder viel inkompetent ist, um sowas zu emulieren und sowas. Aber es hat halt bescheiden funktioniert. Ich hab das gut. Nein, das ist maximal schlecht. So. Nächstes. Was ist das? Ach so, okay, lol, das killt die. Okay. Ich hab gedacht, das ist ja voll kacke, aber das war ja voll gut. Ah, das sind so Dampfer so. Ah, okay, ich dachte, das wäre so Zuckerguss oder so ein Scheiß. Okay, das ist geil. Wo lebt denn da noch einer? Das war's doch, oder nicht? Ah, da oben. Da oben ist noch so ein Arsch. Und tschüss. Holen. Letzte Level. Okay, letzte Level. Da bin ich jetzt mal. Was haben wir hier? Ich glaube, ich weiß nicht, ist das sinnvoll? Mal so sagen, oder? Kann ja nicht einwechseln oder so. Oh! Oh ja, das
Das wäre gut gewesen, würde ich behaupten. Ne? Und dann hier noch. Ja, der tritt um und er schlägt den Met. Guck mal. Und, oh mein Gott. Oh, geil. Ein Stern, ich glaube, ich bin das. Sehe ich als Beleidigung. Okay, als nächstes machen wir dann mit dem Tutorial Level 11 weiter. Ich möchte noch eine Sache umstellen. Und zwar, das mache ich jetzt hier einfach so frech, wie ich bin. In der Aufnahme einfach. Automatische Helligkeit. Auf dieser Touch machen wir nach 10 Minuten. Damit ich hier auch wirklich genug arbeiten kann, also ordentlich arbeiten kann, ohne dass das Display ausgeht. Und wir schauen in die AZ Screen Recorder App. Nimmt ja noch auf. Und ja, wir nehmen jetzt gleich, ja, gut 22 Minuten geht das Video jetzt gleich. Wir haben noch 18,1 GB und könnten noch über 5 Stunden so aufnehmen. Ich nehme das übrigens in 720p auf und nur 40 FPS, einfach weil das Handy, man sieht es jetzt schon, es ruckelt total. Performance ist nicht so geil. Und damit das hier nicht komplett abkackt, nehme ich das halt in einer etwas niedrigeren Auflösung auf und skaliere das dann ein bisschen hoch, sollte aber trotzdem in Ordnung aussehen. Ich werde auch das S7 als Vorschaubild benutzen, jetzt habe ich mir gedacht. Und ich denke, so können wir das Projekt gut weiterführen und es sollte jetzt ohne Probleme funktionieren. Und ich kann regelmäßig dann hier auch wirklich immer weitermachen am Projekt mit diesem alten Gerät, wo der Akku halt auch relativ schnell versagt. Aber so am Ladegerät scheint es ja dann doch relativ gut zu funktionieren. Ihr müsst wissen, das Handy verliert 20% am Tag im Standby-Modus. So, wenn ich es einfach nur so liegen lasse. Deswegen nutzt meine Mutter dieses Handy jetzt auch nicht mehr. Ansonsten läuft es eigentlich relativ rund, also gut wie ein Flaggschiff aus dem Jahr 2016, im Jahr 2023 halt noch laufen kann. Aber, ja. Und die 32 GB scheinen aber auf jeden Fall für solide Videoaufnahmen auszureichen. Wir haben jetzt gleich 23 Minuten aufgenommen und haben noch 18,10 GB. Also das scheint wunderbar zu funktionieren. Wir haben hier noch knapp 6 Stunden fast, also fast 6 Stunden noch Aufnahmezeit, die verbleibt laut der App. Also, das scheint also wunderbar auch hinzuhauen. Na gut, Leute, das war's jetzt mit der allerersten Folge. Die nächsten Folgen werden wieder normal, beziehungsweise die allererste Folge hier, wo wir wahrscheinlich jetzt wieder zum allerersten Mal im Prinzip richtig aufnehmen können. Ich hoffe, dass mit den Soundeinstellungen und alles funktioniert wunderbar und es sieht auch gut aus. Mit dem Sound bin ich mir noch nicht so sicher, aber ich denke mal, qualitätsmäßig sollte das hinhauen. Ja. Wenn nicht, dann ist es so, dann muss ich nochmal gucken, was ich ändere. Aber, naja, egal. Leute, das Ganze war's mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und falls ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts mehr verpassen möchtet, dann würde ich mich auch wahnsinnig über ein Abo freuen. Ich bin mit raus. Ciao, Leute.